Wir machen mit unserem zweiten Gang weiter. Teres Major mit Selleriepüree. Genau. Da hat jetzt Dominik gleich den Hut auf am Anfang, weil das weil der Sellerie ein bisschen mehr der Aufmerksamkeit bedarf. Naja, Aufmerksamkeit nicht, aber er schon, muss... Er braucht ziemlich viel Aufmerksamkeit bei dem Gericht. Naja, also Zeit braucht Zeit, er. Aufmerksamkeit Zeit, braucht Zeit, nur Zeit. Das Fleisch. Ja, ja. Also wir müssen natürlich den Sellerie weich kochen. Man könnte natürlich auch den Sellerie in Scheiben mit Sojasauce und Teriyaki-Soße marinieren und grillen. Dann hat man gegrillte Selleriescheiben. Wir machen heute ein feines Püree. Ihr solltet jetzt schon mal klar machen, einen Mixer, den Thermomix oder hier meine massierenden Freunde, den Vitamix-Mixer, der kommt jetzt zum Einsatz. So sieht das hier Teres Mayo aus übrigens. Ist nicht der Sellerie? Nee, nein. So sieht das Teres Mayo aus. Was das ist und wie auch immer, das erzähle ich euch alles nachher, wenn der Sellerie gart. Da haben wir genug Zeit. Jetzt erstmal Dominik, der kümmert sich ums junge Gemüse und ich mich dann ums gereifte Fleisch. Genau, nur um ein bisschen vorzugreifen, damit ihr ein bisschen Vorsprung habt. Jetzt geht es daran, den Sellerie zu garen. Da solltet ihr als erstes die Gemüsebrühe schon mal erhitzen und zum Kochen bringen. Während die langsam zum Kochen gebracht wird, widmen wir uns dem Knollensellerie. Der wird geschält und in Würfel geschnitten, damit er einfacher gegart werden kann. Und dann gart der quasi in der Gemüsebrühe. Küche haben wir hier auch einigermaßen wieder klar Schiff gemacht. Ihr braucht ein Brett und ein Messer. Beim Messer wäre es zum Sellerie schälen ganz gut, wenn das etwas elastisch ist, wenn ihr sowas im Repertoire habt. Da ist der Knollensellerie. Hier ist unsere Gemüsebrühe. Die geben wir in einen Topf. Der Herr der Kochplatten gibt mir voll Boost, damit das zum Kochen gebracht wird. Und also da würde ich sagen, machen wir jetzt gleich langsam. Wir haben Induktion mit Vollboost. Du hast eben schon gesagt, bei uns geht das vielleicht hier ein bisschen flotter als bei euch zu Hause. Also wir warten auf euch. Wir machen ein bisschen langsamer. Also ihr seht, Dominik schält da gerade schön den Knollensellerie ab, während ich mich hier um die Erhitzung von dem Fond kümmere. Dominik, wie viel Gramm rechnet man pro Person, wenn man jetzt so ein Fleischgericht hat? Also bei normalen Essern, wir wollen ja betonen, es geht um Genuss und nicht um Völlerei, sagt man, wenn Beilagen dabei sind, sollte man bilanzieren zwischen 250 und 300 Gramm. Jetzt kommt natürlich gerade wieder mit Sicherheit die Fraktion, ich esse auch ein Tomahawk alleine. Ja, das kann man auch mal machen, aber ich sagte gerade, wenn es um den puren Genuss geht und da gehört eigentlich für mich, dass sich nach dem Essen nicht mehr bewegen können, nicht dazu, dann sollten es um die 300 Gramm eigentlich reichen. Ja, 300 Gramm ist schon gut bemessen. Ja, mir geht es nur ein bisschen darum, um den Zusehern heute Abend dann auch so ein paar Wissensvorsprünge für zu Hause auch mitzugeben. Also 250 bis 300 Gramm Fleischportion rechnet man eigentlich pro Person. Und das haben wir mit dem Teres Mayo bei diesem Gang meistens sehr gut. Das Teres Major wiegt nämlich exakt zwischen 250 und 300 Gramm. Also ist so einer dieser Fleischteilstücke, die ich euch nachher zeige. Gib's mir her. Ist eigentlich genau für eine Person ideal geeignet. Entschuldigung für die Störgeräusche. Dominik, du hast keinen Wein mehr. Gilt für euch auch zu Hause. Niemals auf dem Trockenen sitzen. So kümmere ich mich um meine Mitarbeiter. Und das, obwohl ich unterschrieben habe, im Dienst keinen Wein zu trinken. Ja, okay. In der heutigen Zeit ist alles ganz anders. Kochkurse sind da was anderes. Das ist natürlich doof, wenn man jetzt mit dem Messer, mit dem man das Ganze geschält hat, auch die Sellerie schneiden möchte. Ach so. Weil da
kommt ja, es weiter. Nicht zugute. Das Wasser kocht, ihr seht es am Dampfen. Ich bringe die Selleriestücke einfach rein. Tipp für euch, wenn ihr das jetzt komplett macht, das Selleriepüree könnt ihr auch wunderbar im Kühlschrank noch bis zu 5 Tage vorhalten und könnt es, wenn es euch denn mundet, noch zu einem anderen Gericht essen. Sollte euer Topf das nicht alles bedecken, könnt ihr auch die 250 Milliliter Wasser bzw. Gemüsebrühe mit Wasser auffüllen. Das Ganze soll jetzt ungefähr 20 Minuten köcheln. Dann ist der Sellerie weich. Dann kommt er wohlgemerkt entweder in den Mixer, den Thermomix, oder kann mit einem Stabmixer atomisiert werden. Dann kommt noch ein bisschen Sahne dazu, Muskatnuss, Salz, Pfeffer. Und dann haben wir eigentlich im Nu schon ein leckeres Püree. Und jetzt würde ich sagen, gibt es erstmal ein bisschen Fleischkunde über das Terres Major. Okay. Und Sie haben 20 Minuten. Oh, 20 Minuten. Jetzt natürlich die große Chance für dich, zu Hause am Bildschirm mir Fragen zu stellen. Zum Beispiel. Weil 20 Minuten ist jetzt ein langer Part, bis hier unser geliebter Sellerie die nötige Weichheit erreicht hat. Ich würde euch jetzt erstmal hier ein bisschen was zum Terres Major erzählen. Dominik, bleibt gleich mal da. Terres Major, ihr seht, ist hier so ein Stück, so ein länglicher Muskel, ich habe es eben schon mal angesprochen, wiegt so rund 300 Gramm pro Stück, also ist ideal für eine Portion. Und Terres Major ist ein Muskel, den der Mensch auch hat. Kamera mal kurz hier drauf, auf den Dominik. Terres Major für die Mediziner unter uns, der liegt hier so über dem Schulterblatt. Und genauso ist es beim... Ich habe natürlich wieder was vorbereitet. Tata. Du hast da hinten. Hier ist unser Schwein. Beim Rind liegt das Terres Major hier, also so auf der Schulter, Teil des Vorderviertels. Terres Major hat, wie das Kachelfleisch auch, viele andere Namen. Terres Major ist so der Name, der aus dem Lateinischen, aus der medizinischen Bezeichnung herrührt. Dann heißt es noch Petit Tender, also für die Frankophilen unter uns. Und der Deutsche sagt Metzgerstück. Also für mich als Metzger mein Stück quasi. Und wenn solche Stücke Metzgerstück oder vergleichbar wäre, Bürgermeisterstück oder Pastorenstück oder Pfaffenstück heißen, dann ist das immer ein ganz gutes Zeichen, dass das Fleisch scheinbar irgendwas Besonderes hat, wenn das die, in die Bezeichnung mit einfließt. Also wir haben gelernt, das Stück, das Terres Major, kommt aus der Schulter, wiegt 200 bis 300 Gramm, heißt Terres Major, Petit Tender oder Metzgerstück. Das sind mal so die Grundbasics zu diesem Stück. Ihr könnt das natürlich kurz braten, in Medaillon schneiden. Also die Verwendung ist vielfältig. Der Vorteil bei diesem Stück, ihr kriegt es auch noch für einen Rindersteg zu einem wirklich fairen, akzeptablen Preis. Also das ist wirklich ein Stück mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis, weil es auch sehr zart und aromatisch ist. Hopsa. Also, Terres Major, so wie wir es jetzt haben, oder das Terres Major, was ihr zu Hause habt, für diejenigen, die Kochboxen gekauft haben, stammt vom Black Angus Rind aus Amerika. Black Angus ist die Rasse, eine Fleischrasse, die ursprünglicherweise von der Grünen Insel kommt, aber in Amerika eben reinrassig gezüchtet wird. Und das Besondere, wenn mich jetzt einer fragt, warum Amerika, liegt eben darin, dass die Amerikaner eine Getreidefütterung haben. Das heißt, die Amerikaner füttern sehr viel Mais und das sorgt dafür, dass das Fleisch sehr, sehr viel intramuskuläres Fett einlagert.
Das ist sehr wichtig, um Zartheit und Aroma zu erreichen. Und wir hier bei uns in der Region haben meistens eine Grasfütterung, eventuell noch mit einer Zufütterung von Getreide. Das gibt dem Fleisch einfach ein anderes Aroma, eine andere Zartheit, auch einen anderen Biss. Und bei diesem Stück bevorzuge ich persönlich das Amerikanische. Das ist aber eine rein subjektive Betrachtung. Das deutsche Fleisch funktioniert da genauso, ist halt ein bisschen anders da. In dem Fall haben wir uns für US-Beef aus Getreidefütterung entschieden und vom Black Angus-Rind. Jede Rasse und jede Fütterungsmethode hat am Ende einen ganz deutlichen Einfluss auf Geschmack, Zartheit und Aroma des Fleisches. Also es ist durchaus möglich, dass man, wenn man mit verbundenen Augen ein Stück Fleisch probiert, am Geschmack erkennen kann, mit was das Tier gefüttert ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Fütterung natürlich einer der Haupteinflussfaktoren ist, wenn man über gute Fleischqualität spricht. Und viele fragen mich dann, ja, woran kann ich denn gute Fleischqualität an der Theke erkennen? Das ist einmal die Farbe, die sollte schön kräftig rot sein und möglichst wenig graue Stellen haben. Und dann könnt ihr auch immer auf der Auslageplatte gucken, ist da eine Saftpfütze unten drunter oder ist es trocken? Da ist das Trockene ein Qualitätsmerkmal. Aber ihr könnt auch in das Fleisch reingucken. Vielleicht gehst du mit deiner Kamera oder euch das Fleisch angucken. Hier sieht man es ganz deutlich, kommt später zwar erst die Short Ribs. Das ist eine wahnsinnige Marmorierung. Und wenn das ist natürlich extrem marmoriert, das kann man schon gar nicht als Beispiel nehmen. Wenn das so extrem marmoriert ist, also diese kleinen, feinen Fettäderchen im Fleisch, dann ist das immer ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass das Fleisch zart wird. Und wenn du mit der Kamera mich mal kurz verfolgst. Dirk, darf ich kurz mal in die Dominik, Dominik, grätscht mir rein. Fachkompetenz reingrätschen. Ein Kommentar kam. Was ist mit Zwiebel und Knoblauch? Es tut mir leid. Ich bin so aufgeregt, auch wenn Chef sagt, ich wäre nie aufgeregt. Ich habe es einfach vergessen. Während ihr den wunderbaren Worten und der Fleischkompetenz von Dirk lauscht, verdonnert ihr bitte jemanden, mit dem ihr jetzt gerade grillt oder den ihr lieb habt, dass er bitte eine Zwiebel, es muss keine große Gemüsezwiebel sein, es kann auch eine kleine Zwiebel, und 2 bis 3 Knoblauchzehen schält und in kleine Würfel atomisiert, die kurz in Öl anschwitzt, weil die wandern dann nachher mit der Sahne und dem gar gezogenen Sellerie mit ins Püree. Tut mir furchtbar leid, habe ich vergessen. So ist es nun mal bei Live-Schalten. Quatsch, Dominik, du wolltest nur unsere Zuseher testen, ob sie aufpassen. Und großes Lob an euch, es ist euch gelungen. Ihr habt super aufgepasst. Also wir sehen, ihr seid noch nicht eingeschlafen. Ihr seid noch nicht eingeschlafen, sondern macht mit. Daumen hoch an euch. Ihr habt gut mitgemacht und Dominik jetzt so ein bisschen gerettet. Aber ist ja kein Problem. Können wir jetzt auch noch dazu schneiden. Dominik, wollen wir erst nochmal bei dir bleiben und dann mache ich nachher nochmal Fleischkompetenz. Schreibt's in die Kommentare, was ist geiler, mir beim Zwiebelschälen und Schneiden zuzugucken, okay, oder nee, Dirk zuzuhören? Ihr schreibt's nicht in die Kommentare, ich kenne eure Antwort. Ich kenne eure Antwort schon. Ich hoffe, man sieht das jetzt so hinter mir so ein bisschen. Wenn nicht, machen wir hier ein bisschen Platz. Da kannst du vielleicht, da spiegelt das nicht ganz so. Ja, also ihr seht hier, hinter mir hängt eine Menge Fleisch. Das ist unsere Karnothek, unsere Fleischerlebniszentrale. Hier reift unser Fleisch 6 bis 8 Wochen bei einer Temperatur von etwa 0 bis 1 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 60 Grad. Damit das Fleisch in diesen 6 bis 8 Wochen Wasser verliert und der Geschmack, das Aroma intensiver wird. Das sogenannte Dry-Aged Fleisch. Der eine oder andere von euch Experten hat das schon gehört. Man nennt es auch Trockenreifung. Ganz früher, die Älteren von euch, jeder, der über 40 ist, der hat das vielleicht mal gehört, als Fleisch abhängen lassen.
Und hier lassen wir unser Fleisch abhängen. Und ich habe euch jetzt erzählt, beim Terres Major haben wir jetzt US-Beef genommen. Das, was ihr hinter mir alles seht, die ganzen Rinderrücken, das ist alles deutsches Fleisch. Von der Simmentaler Ferse. Das heißt, Simmentaler ist eine Rasse, die ursprünglich aus der Schweiz stammt, aber eigentlich so die Hauptrasse aus Deutschland ist. Oder mittlerweile in Deutschland ist. Das Fleisch stammt aus Niederbayern und wird dann direkt dort vor Ort geschlachtet. Ihr werdet mich jetzt fragen, warum aus Niederbayern? Ganz einfach, weil es dort Landwirte gibt, die junge weibliche Rinder schlachten. Ihr werdet jetzt fragen, warum junge weibliche Rinder? Ganz einfach, weil das meiste Fleisch, was ihr in Deutschland bekommt, Fleisch vom Jungbullen ist. Hier erkläre ich euch, warum. Wenn ein Kalb auf die Welt kommt, gibt es zwei Chancen. Es wird männlich oder es wird weiblich. Wenn es weiblich ist, wird es meistens dafür genommen oder hergenommen, um die Nachfolge zu sichern, um Kälber zu gebären und um in der Milchproduktion eingesetzt zu werden. Das heißt, weibliches Rind gibt meistens Milch und dient zur Nachzucht. So, jetzt wird das Kalb aber männlich. Da sieht es natürlich schon schlecht aus. Erstens mit Nachwuchszeugen, das funktioniert ja noch, aber Nachwuchsgebären bei männlichen Rindern ist schlecht. Und zur Milcherzeugung eignen sie sich auch nicht. Also werden männliche Rinder als sogenannte Jungbullen für die Fleischerzeugung genutzt. Jungbulle hört sich erstmal gut an, sexy, kraftstrotzend, aber von der Fleischqualität her nicht unbedingt das Nonplusultra. Deshalb suchen wir junge weibliche Rinder, die noch nicht gekalbt haben, sogenannte Fersen. Also quasi so der Teenager in weiblicher Form, weil die sehr schön diese vorhin angesprochene Marmorierung, diese Fetteinlagerung im Fleisch haben. Man könnte als Alternative noch auf Ochsen greifen, also auch wieder männliche Tiere, die dann kastriert wurden. Auch die neigen dazu, nach der Kastration durch die hormonelle Umstellung im Fleisch eben kleine Fettäderchen einzulagern und dadurch natürlich Aroma, Zartheit und Saftigkeit auszuprägen. Aber wenn man jetzt einen Ochse und eine Ferse miteinander vergleicht, dann ist das bei der Ferse noch ein bisschen extremer. Tja, und Fersen, also junge weibliche Rinder zur Fleischgewinnung züchten, das macht halt nicht jeder. Und diese Landwirte, die sich darauf spezialisiert haben, die sitzen vorrangig eben in Niederbayern. Und deshalb stammt das ganze Fleisch, was wir hier aussuchen, eben aus dieser Region. Ich kriege gerade eine Frage reingereicht. Da geht es um den Trockenverlust beim Dry Aging. Das Fleisch verliert in diesen 6 bis 8 Wochen etwa 20% seines Gewichts in Form von Wasser. Also Wasser geht raus, das Fleisch wird trocken. Und dann hat man etwa noch 20 weitere Prozent, die man als Trockenverlust, als Abschnitte, als An- und Zuschnitte kalkulieren muss. Also rund 40% Verlust im Gegensatz zu frischem Fleisch hat man, wenn man das Fleisch 6 bis 8 Wochen hier, wie wir es machen, in der Karnothek reifen lässt. Wir haben hier noch was Besonderes bei uns. Das ist hier nicht nur ein Kühlhaus, ich habe ja vorhin schon die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit angesprochen, sondern wir haben in der Rückwand auch noch eine riesengroße Salzsteinwand. Das sind so Salzziegel, die kann man in der Region Berchtesgaden, Salzburg, an jeder Ecke, in jedem Touristenstand kaufen. Und wir haben da mit diesen Salzziegelsteinen die ganze Rückwand gezimmert. Und dieses Salz sorgt dafür, dass in diesem Kühlhaus, in dieser Karnothek eben ein Klima entsteht, was es uns ermöglicht, Fleisch auch 6 bis 8 Wochen reifen zu lassen, ohne dass da Schimmel oder Verderb eintritt. Das ist ganz wichtig. Also so viel zum Thema Fleischreifung, Trockenreifung. Das Fleisch, was wir jetzt hier haben, das Terres Major, das ist zum Beispiel nicht trocken gereift. Das ist im sogenannten Wet Aging Verfahren gereift. Das heißt, das ist eigentlich auch so das
mit 98% das am meisten verwendete Reifeverfahren. Das heißt, das Fleisch wird im Vakuumbeutel entsprechend gereift. Das sind so ein bisschen die Unterschiede. Also ihr habt jetzt das Terres Major, was im Wet Aging Verfahren aus Amerika kommt. Hinter mir seht ihr Rindfleisch aus Deutschland, was wir im Trockenverfahren, im Trockenreifeverfahren, im Dry Aging eben entsprechend veredeln. Und das ist das Schöne an unserem Shop. Es gibt noch vielfältige Reifemethoden, sei es in Butter oder in Asche. Und Dominik ist hier. Dominik. Ich muss kurz reingrätschen. Reingrätschen. Die kleingeschnittenen Zwiebeln und das kleingeschnittene Knoblauch, ihr müsst es nicht atomisieren, weil es geht ja nachher eh in den Mixer. Also schneidet euch nicht in die Finger oder macht irgendwelche Filigranarbeiten. Runterhacken und in Olivenöl, welches zum Braten geeignet ist, oder in Sonnenblumenöl glasig dünsten, das zwischen rein und weiter. Nee, du kannst jetzt hier, du bist mir jetzt reingegrätscht und darfst du jetzt auch schön weitermachen. Ja? Ja, und was... Streck dich mal an. Ja, und das Nassreifeverfahren hast du überhaupt noch nicht zu Ende erzählt. Doch, im Vakuumbeutel habe ich schon erklärt. Ich habe auch erklärt, dass es Asche-aged und Butter-aged und... Na gut, weißt du, ich habe die Zwiebel und den Knoblauch kleingeschnitten, brate den jetzt oder dünste den in Öl glasig. Hier hinten sieht man, wie schön der Sellerie vor sich hingart. Und da kommt schon wieder die Überleitung zu Herrn Ludwig. Die Zuschauer wünschen etwas über Aqua-Aging zu wissen. So, und schon habe ich wieder den Ball. Gerne erkläre ich euch auch was über Aqua-Aging. Aqua-Aging ist ein Reifeverfahren, was ich mehr oder weniger erfunden habe. Also zumindest schreibt das Wikipedia so. Das ist Fleischreifen im Mineralwasser. Das heißt, das Fleisch badet 3 bis 4 Wochen im Mineralwasser. Die Kohlensäure in dem Mineralwasser sorgt dafür, dass das Fleisch bearbeitet wird und dadurch zart wird. Also man kennt diese Grundtechnik aus dem Küchenbereich, wenn man zum Beispiel Burgunderbraten in Wein einlegt, da hast du die Weinsäure, die das Fleisch dann entsprechend bearbeitet und für die Zartheit und das Aroma sorgt. Oder Leber, die in Milch eingelegt wird, da haben wir die Milchsäure, die dafür verantwortlich ist. Und wir machen das Aqua-Aging-Verfahren im Mineralwasser. Dieses Mineralwasser oder die Kohlensäure im Mineralwasser wirkt eben auf das Fleisch ein, macht es zart, sorgt aber auch ein bisschen dafür, dass das intensive Aroma ein bisschen weniger wird. Also ihr seht, eine Menge Fleischreifeverfahren, da gibt es noch unendlich andere, in Olivenöl, im Rindertalgmantel, Schimmelreifung gibt es, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Viele von euch haben gegebenenfalls schon diese bekannten Videos aus New York gesehen, aus den Fleischkühlhäusern, wo das Fleisch mit einem riesen Schimmelbesatz dargestellt wird. Das hat mit Schimmelreifung, von der ich spreche, jetzt relativ wenig zu tun. Das, was wir aus New York kennen, ist eigentlich der Tatsache geschuldet, dass die Kühlhäuser in New York nicht unbedingt zur Fleischreifung geeignet waren und da hat sich der Schimmel gebildet und irgendwann hat sich ein kluger Mensch gedacht, hey, das ist ein gutes Verkaufsargument, wir sagen einfach, das muss so sein. Aber in Amerika ist es auch gar nicht so tragisch, weil die amerikanischen Rinder teilweise so eine dicke, hier sieht man das, so eine dicke Fettauflage haben. Und wenn da der Schimmel außen drauf ist, müssen sie sowieso abschneiden, dann spielt es keine Rolle, ob außen Schimmel drauf ist oder nicht. Aber es gibt auch eine Schimmelreifung, das sogenannte Luma Beef aus der Schweiz. Zwei junge Kollegen, wenn man so sagen darf, obwohl sie jetzt keine Metzger sind, haben sich da eben in der Biochemie Gedanken gemacht und beimpfen das Fleisch mit Schimmelkulturen. Diese Schimmelkulturen dringen in das Fleisch ein, also sind gewünschte Schimmelkulturen, die dann dafür sorgen, dass das Fleisch zart und aromatisch wird. Also die Mycel vom Schimmel dringt ins Fleisch ein, zerstört oder bricht die Zellstruktur auf und sorgt dafür, dass das Fleisch da entsprechend zart wird. Ist natürlich auch eine Geschmackssache, vielleicht nicht jedermanns Sache. Jetzt kommt noch eine Frage rein, wie lange kann man Fleisch reifen? Also ihr könnt im Prinzip, oder es gibt Versuche, das Fleisch auch schon
ein ganzes Jahr gereift wurde. Das geht technisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch schon gesehen. Für mich war es kein erquickender Anblick. Und geschmacklich ist es auch extrem intensiv. Also das muss man schon wollen. Das ist vielleicht ähnlich wie beim Wein. Diese ganz großen Gewächse, die über mehrere Jahre dann auch im Keller lagern, da kann der ungeübte Gaumen vielleicht auch in Schwierigkeiten geraten. Aber das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zum Thema Wein. Beim Wein, der Wein ist eigentlich so ein bisschen fast das einzige Lebensmittel, bei dem wir gelernt haben, dass es jedes Jahr anders schmeckt. Je nach Ausbau und vor allen Dingen je nach klimatischen Bedingungen kann der Wein, obwohl er im selben Weinstock angebaut wurde, dieselbe Rebsorte verwendet wurde, im einen Jahrgang so schmecken und im anderen Jahrgang so. Und im übertragenen Sinne ist es beim Fleisch ganz genauso. Jedes Steak, von dem wir sprechen, ist irgendwann mal ein Tier gewesen. Das Tier hat eine genetische Disposition. Und da spreche ich noch nicht mal von der Rasse, sondern selbst Zwillinge, Zwillingstiere haben unterschiedliche genetische Dispositionen. Jedes Tier hat eine andere Fütterung, eine Fütterungsaufnahme. Ist wie bei uns Menschen, da ist halt auch eine große Vielfalt im Tierreich und im Menschenreich auch. Und so kann man am Ende des Tages auch beim Fleisch nicht erwarten, dass ein Steak wie das andere schmeckt. Durch die industrielle Lebensmittelerzeugung sind wir zwar gewohnt, dass wir einfach nur ins Supermarktregal greifen können und ein Produkt schmeckt wie das andere. Aber gerade bei der handwerklichen Produktion müssen wir akzeptieren, dass es wie beim Wein ist, dass jedes Stück Fleisch am Ende des Tages ein individuelles Lebensmittel ist, was sich in Nuancen immer unterscheidet. Ja, du kannst dann in das Stück Fleisch reingucken und jedes Stück Fleisch schmeckt am Ende des Tages anders. Und wenn ich das als Botschaft jetzt zum Abschluss an euch weitergeben kann, bevor Dominik hier in der Küche übernimmt, dann ist mir das sehr viel wert, dass ihr so diesen Vergleich mit dem Wein, mit dem unterschiedlichen Jahrgang und mit dem unterschiedlichen Geschmack ja, als Information mitnehmt. Seht es nicht als Makel an, dass nicht ein Stück schmeckt wie das andere, weil das funktioniert wirklich nur in der industriellen Lebensmittelerzeugung, sondern seht es als Chance an, als Geschmacksreise, als individuelle Komponente, die euch jedes Mal wieder aufs Neue überrascht. Und insofern, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat. Ich beantworte sie am Ende des Tages noch. Jetzt hat Dominik wieder in der Küche die Oberhand. Ich weiß nicht, wie der Sellerie läuft. Ich hoffe, bei euch zu Hause auch. Schreibt uns, wenn wir zu schnell sind, wenn euer Sellerie vielleicht ein bisschen langsamer ist. Unser Sellerie wäre soweit und dann würden wir uns an Sellerie-Püree machen. Dominik, du hast... Also, ihr Lieben, wieder zurück zu mir in die Küche. Die Zwiebeln und der Knoblauch sind glasig gedünstet. Der Sellerie wurde durch die Gabel-Einstichmethode als weich gekocht erachtet. Jetzt geht es damit weiter. Wir haben den Sellerie in einer Gemüsebrühe gegart. Zusätzlich hat natürlich der Sellerie beim Garen auch noch seinen wunderbaren Geschmack an die Gemüsebrühe zusätzlich abgegeben. Deswegen wäre es jetzt eine Schande, wenn wir das absieben würden und die Flüssigkeit wegwerfen würden. Deswegen geben wir das entweder durch ein Sieb oder wenn ihr kein Sieb habt, dann fischt ihr bitte mit einer Gabel den Sellerie aus dem Topf und packt ihn in ein Gefäß, wo ihr ihn mixen könnt. Wir nehmen dazu ein Gerät eines berühmten Saugstauberherstellers. Staubsauger, ja. Saugstauber. Saugstauber. Ja, hey, mal eine neue Wortkreation. Dazu geben wir, weil Dinge, die mit Sahne verfeinert werden, die schmecken immer gut, werden wir Sahne geben.
Aber wir geben natürlich auch unseren gedünsteten, gedämpften, glasig gebratenen Zwiebel und Knoblauch zu dem Sellerie. Dann geben wir noch ein bisschen Muskatnuss dazu. Da ihr ja eine wunderschöne Dose Murray River Salt Flakes habt, geben wir da auch ordentlich was dazu, wenn ihr euch wundert. Das waren jetzt zwei Brisen. Generell ist eine Brise immer meistens mehr, als der Koch zu Hause sich traut, etwas zu würzen. Dazu muss ich auch noch sagen, dass Murray River Salt ist natürlich nicht ganz so salzintensiv, wie wenn ihr das jetzt mit Bad Reichenhaller Jodsalz machen würdet. Also seid da ein bisschen vorsichtig. Aber das Murray River Salt, das schmeckt halt auch super gut. Als Pfeffer habt ihr ja auch im Paket Dirk Ludwig, aka The Endboss Maker, kommt da auch noch ein bisschen Endboss mit rein. Verschiedene Pfeffersorten, auch ein bisschen Salz, das macht jetzt aber nichts. Und Chili. Und Chili. Für die Schärfe. Chili gibt Tinte auf den. Jetzt geben wir die Sahne hinzu. Machen. Jetzt jeder den Ton runter reguliere. Sacré. Etwas schon in die Jahre gekommenes Modell bei uns. Vorwerkvertreter, schreibt es in die Kommentare. Angebote an Dirk Ludwig. Deckel stopfen rein. Danke! er hat es wahrscheinlich auch schon erlebt und gab mir Gott sei Dank den Tipp mit dem Stopfen. Wir pürieren das Ganze jetzt entweder im Mixer, im Thermomix oder mit dem Stabmixer. Wenn ihr das natürlich mit dem Stabmixer macht, dann dauert das jetzt eine längere Zeit. Die geben wir euch natürlich. Ich will schon mal vorgreifen, da sich Sellerie ähnlich wie Fleisch verhält, nicht jedes Selleriestück ist gleich, müssen wir jetzt hier erstmal die Konsistenz des Pürees begutachten. Sollte sie noch zu stückig bzw. nicht cremig genug sein, könnt ihr das entweder noch mit ein bisschen Salz oder auch gerne mit dem Gemüsefond, der jetzt auch noch zusätzlichen Selleriegeschmack in sich trägt, abbinden bzw. aufgießen, dann nochmal mixen und bis zu einer schönen cremigen Konsistenz weiter mixen. Beinahe hätte ich den Fehler schon wieder gemacht. Wenn jetzt alles gemixt ist, haben wir eine schöne, weiße, dampfende, homogene Masse. Das ist unser Selleriepüree. Das wird jetzt nochmal probiert. Wird mit Salz und Pfeffer und eventuell noch etwas Muskatnuss abgeschmeckt und ist dann die perfekte Beilage für das Terres Major. Kommt schon sehr gut. Ihr seid noch alle im Zeitplan. Wir hören nichts. Das ist aber ein gutes Zeichen. Das sind ja lauter Profis hier. Viele Grüße an Olli Hess und an Tim und Sebastian von der Sauerländer Barbecue, von denen ich weiß, dass sie gerade zuschauen. Der Druck steigt immer mehr. Ja, aber für die ist das natürlich auch keine Herausforderung. So. Das halten wir jetzt warm und jetzt würde ich sagen, widmen wir uns dem Fleisch. Ja, da können wir jetzt gleich nochmal eine Frage beantworten, die jetzt im Chat reinkam.
Ja, die Futterqualität und damit natürlich auch die saisonalen und jahreszeitlichen Zusammenhänge spielen tatsächlich im Geschmack des Fleisches auch eine Rolle. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Kalb im, sagen wir, Oktober oder November geboren wird, dann verlebt es die ersten 6 Monate, also hier in unserer Region zumindest, die ersten 6 Monate sind natürlich auch die Jahre oder ist auch die Phase, wo ein Tier am meisten wächst. Die ersten 6 Monate verlebt das Tier dann eigentlich in einer relativ dunklen, kalten Jahreszeit, wo auch die Futterqualität natürlich im Winter nicht ganz so gut ist wie im Sommer, weil das meistens eben eingelagertes Futter ist, was im Sommer geerntet wurde. Das ist natürlich geschmacklich dann für das Tier auch ein Unterschied, als wenn wir ein Kalb nehmen, was zum Beispiel im April geboren wurde oder im März, wo die ersten 6 Monate Lebenszeit eben bei guten Bedingungen, schönem Wetter, saftigen Wiesen stattfand. Das überträgt sich am Ende auch in den Fleischgeschmack und ist eben wie beim Wein auch, wenn es in einem Jahr weniger Sonne scheint, schmeckt der Wein anders. Ne? Beim Fleisch ganz genauso. Vielen Dank für die Frage, die ich hiermit hoffentlich entsprechend ausführlich euch beantwortet habe. Und jetzt will ich den Dominik nicht davon abhalten, ans Beaver. Von allem ein bisschen. Also ihr seht, auch wir sind da jetzt spontan in der Wahl des Grillgerätes. Es spielt jetzt auch keine Rolle, ob ihr zu Hause da eine Pfanne nehmt, ob ihr einen Gasgrill, Holzkohle. Elektrogrill, Holzkohlegrill habt. Wichtig ist Temperatur auf dem Rost. Genau, und das Terres Major wird jetzt quasi so zubereitet in 2 Phasen. Dazu solltet ihr bei eurem Grill eine indirekte und eine direkte Zone eingepegelt haben, sprich direkte hohe Hitze und verringertere indirekte Hitze. Wir werden das erst unter hoher Hitze von allen Seiten schön angrillen, damit es schöne Röstaromen gibt. Und dann werden wir es bei verringerter Hitze, ca. 80 bis 90 Grad, bis zum gewünschten Garpunkt gar ziehen lassen. Wir werden es bei 54, 55 Grad Kerntemperatur vom Grill nehmen. Hier bietet es sich absolut an, ein Grillthermometer zu benutzen. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter an den Grill. Dirk, hier kommen aus der Regie schon lauter andere Fragen, die kannst du ja einfach im Off dann beantworten. Ja genau, also Kamera geht mit dir und Ton bleibt bei mir, ich beantworte euch die Fragen. Also die erste Frage, die mich erreicht, ist zum Thema artgerechte Haltung. Artgerechte Haltung ist natürlich immer wichtig, wobei sich da die Frage stellt, was ist artgerecht? Wenn es nicht artgerecht wäre, wäre es wahrscheinlich auch verboten. Also artgerechte Haltung ist da so ein bisschen, ich weiß, es ist so das gängige Wort, aber von der Formulierung her nicht ganz so glücklich. Natürlich müssen die Tiere gut gehalten werden, damit sie am Ende auch gutes Fleisch geben. Dominik? Ja, wenn du was erzählst, kann ich ja nichts erklären. Ach so, ja, blöd. Also dann bin ich jetzt auch schon wieder, ruhig. Dem Dominik rufe ich zu, dass wir zu schnell sind. Also warten wir einen Moment. Kennst du einen, erzähl mal einen Witz. Okay, das war jetzt gemein. Fliegen 2 Luftballons durch die Wüste, meint der eine. Guck mal, da kommt ein Kaktus. Ja, aber wenn wir zu schnell sind, kann ich ja jetzt kurz noch das zu Ende führen mit der artgerechten Haltung. Ne? Kamera. Ja, dahin. Das machen wir hier draußen, hier vor einem offenen Feuer. Und den Bassboxen. Ja, und den Posern, die hier ständig vorbeifahren. Scheinbar riechen die auch hier unser leckeres Essen. Ja, artgerechte Haltung. Natürlich musst du sehen, dass die Haltung, oder das ist einfach Grundvoraussetzung, um gutes Fleisch zu bekommen, ist die artgerechte Haltung. Also, da gibt es ja einige Sprüche, die eben auch darauf hindeuten, dass aus einem unzufriedenen Körper kein zufriedener Furz kommt. Und so ist es beim Tier genauso, wenn du ein Schlachtvieh hast, was während seiner Lebenszeit nicht entsprechend gut behandelt und aufgezogen wurde, kannst du natürlich auch am Ende des Tages nicht von einer guten Fleischqualität ausgehen. Das ist am Ende
ein Vielklang von ganz vielen Sachen und da ist das Thema artgerechte Haltung natürlich eins von vielen Parametern, eben, ich habe es angesprochen, die, das Geschlecht, die genetische Disposition, die Rasse, die Fütterung und eben auch die Haltung, die sich dann am Ende eben im Geschmack widerspiegeln. So, ich hoffe, wir haben für die, die nachhängen, jetzt ein bisschen die Zeit über interessant überbrücken können. Ich habe eben schon wieder eine Frage gelesen und zwar würzen wir das Fleisch nicht vorher. Da wären wir bei der berühmten Gretchenfrage, die Herr Ludwig auch schon mit dem ein oder anderen Prominenten geklärt hat. Aber ich habe die Lösung. Ich habe die Lösung gefunden. Echt ohne Scheiß. Also, Insider jetzt, wir haben immer nachher gesalzen. Das war so unser Credo. Im Endeffekt kann man vorher und nachher salzen. Die einen Spezialisten finden Argumente für davor und die anderen finden für danach. Wir waren immer Verfechter von nachher würzen. Und jetzt habe ich es nach Jahren. Vorher? Nee, beides. Du würzt es vorher leicht an. Mhm. Also würzt, wir reden nicht vom Würzen. Wir reden vom Salzen. Salz. Gewürz immer nachher. Salz. Du würzt vorher leicht. Und von vorher sprechen wir etwa ein oder zwei Stunden, bevor du das Fleisch verwendest. Fleischsaft, hydrostatischer Druck, Salzauflösung zurück rein. Dominik hat gut aufgepasst. Wir salzen leicht vorher, grillen dann und salzen dann nochmal mit grobem Salz nach. Also wir haben die goldene Mitte gefunden. In diesem Fall haben wir das aber jetzt nicht gemacht. Nö, weil... Man kann es eigentlich machen, wie man lustig ist. Genau, deswegen die Gretchenfrage. Wir haben es nicht gesalzen. Wir werden es nachher als Medaillons aufschneiden, als Tranchen. Und ich bin Verfechter, klar, wenn wir das heute Mittag schon gesalzen hätten, dann hätte das Salz durch den hydrostatischen Druck den Fleischsaft nach außen gezogen, hätte sich mit dem Salz verbunden. Durch die ausgleichende Osmose wäre der salzige Fleischsaft wieder in das Fleisch gezogen. Haben wir heute nicht gemacht. Weil wäre ja gar nicht gegangen. Weil ihr zu Hause hättet es ja auch heute Mittag salzen müssen. Genau, wie also hätten wir euch das sagen sollen? Außer im Rezept, wenn es jemand schon vorher gelesen hat. Wir haben es jetzt nicht gesalzen. Das hat den Vorteil, wenn wir das nachher aufschneiden, dann hat nicht nur die Oberfläche des schönen Fleischstücks eine Würzung, sondern auch die Schnittflächen, mehr Aroma, guter Geschmack. Deswegen werden wir es hier in diesem Fall nicht vorher würzen. Wir haben jetzt hier verschiedene Spielgeräte aufgebaut. Wir haben hier einmal den 800 Grad Beefer mit Gas. Wir haben hier das Mini Big Green Egg Minimax ist jetzt bei knapp 300 Grad und hier das große haben wir indirekt eingepegelt, damit wir die Steaks gar ziehen lassen können. Für euch zu Hause würde das jetzt bedeuten, egal ob ihr eine Pfanne habt und einen Backofen, die Kombination, oder ob ihr einen Holzkohlegrill oder einen Gasgrill habt. Das Prinzip ist immer hohe Hitze von allen Seiten anrösten, damit die sogenannte Maillard-Reaktion entsteht und schöne Röstaromen entstehen und dann bei niedrigerer Hitze bis zum gewünschten Gargrad ziehen lassen. Ich zeige euch das jetzt einfach, weil ich mehrere davon habe und es schon mehrmals vorkam, dass es hieß, wir wären zu schnell. Deswegen wiederhole ich das jetzt hier einfach mit verschiedenen unserer Spielgeräte, dann kommt ihr auch optimal nach. Wir haben hier 800 Grad Hitze, da packen wir die zwei einfach rein, ist auf hoch. Und wenn ihr da mal, ich gehe mal näher ran, da ja, vielleicht hört kannst du von unten reinfilmen. Da hört man sofort was. Oder ist das schwierig für dich? Da sieht man die Flammen des Inferno. Aber ich glaube, über Dominiks Mikro hört man das auch. Hier sollte man keine philosophischen Gespräche anfangen, weil der schmale Grat von verbrannt zu... lecker Fleisch ist hier sehr gering. Alternativ gehen wir, während das hier auf dem Beefer ist, schon auf unser Big Green Egg bzw. den Minimax, legen das auf den Gussrost und ihr merkt bzw. seht,
Hier passiert schon sofort etwas, Flammen züngeln, weil das Fleisch schön marmoriert ist. Das Fleisch darf auch durchaus von der Flamme geküsst werden. Komplett ständig in der Flamme sollte es natürlich nicht sein. Wenn wir es angeröstet haben, bringen wir es quasi auf dem anderen Big Green Egg. Hier haben wir eine Platte drin, also keine direkte Hitze. Wir haben unter 100 Grad. Da legen wir das Terrace Major hin, bis wir den gewünschten Gargrad erreicht haben. Hier sieht man jetzt auch sehr schön, ich kann das Fleisch einfach wenden, ohne dass etwas drauf kleben bleibt. Hier ist wirklich hohe Hitze das Merkmal für ein schönes Branding bzw. eine schöne Maillard-Reaktion. Bei der Maillard-Reaktion, das ist das, was das Fleisch eben so braun und macht und die Röststoffe, Röstaromen hervorruft. Da karamellisiert eben der im Fleisch befindliche Zucker, das Glykogen, mit dem Protein, mit dem Eiweiß und sorgt bei Temperaturen von über 115 Grad dafür, dass das Fleisch so schmeckt, wie wir es gerne oder wie wir es uns gerne vorstellen. Also wir könnten nämlich auch Fleisch durchaus dämpfen, da hätten wir keine Maillard-Reaktion und dann würde das Fleisch auch in dem Fall schon ganz anders schmecken. Also Röstaromen sind eigentlich das A und O beim Thema Fleisch. Ja, also das haben wir auch schon in Verköstigungen gemerkt, unter anderem auch in der Fleischer Akademie in Augsburg. Natürlich ist die Fleischqualität ausschlaggebend, aber es beeinflusst zusätzlich den Geschmack des Fleisches, wie viele Röstaromen dran sind und wie diese ausgeprägt sind. Und das ist ja das Schöne an dem Beefer, auf dem wir die ersten zwei Stücke gemacht haben. Auf dem Beefer hast du halt 800 Grad und hast fast ganz flächig Röstaromen auf den entsprechenden Schnittstellen. Also Thema Oberhitzegrill ist ohnehin ein Thema. Wer sich dafür interessiert, gerne das Buch der Sauerländer Barbecue Oberhitzegrills, auch ein Bestseller beim Buchhandel. Oberhitzegrills von bestellen. Sauerländer Barbecue bestellen. Das sind ganz tolle Rezepte und Tipps zum Thema Oberhitzegrill zu finden. So. Gibt es auch bei uns im Onlineshop übrigens. Gibt es bei uns im Onlineshop. Ja, ja. Oder wenn Corona wieder vorbei ist, bucht ihr einfach einen Beefer-Spezialkurs bei uns. Stimmt. Irgendwann ist Corona vorbei oder wir sind alle geimpft. Dann freue ich mich wirklich, wieder euch hier direkt gegenüber von mir zu haben. Nicht nur an den Bildschirmen, an den Tablets oder an den Handys sitzen zu haben, sondern einen richtig geilen Kurs hier zu erleben. Wir sind zuversichtlich, dass es bald wieder soweit ist. Also wie heißt es so schön? Wir schaffen das. Wir bringen jetzt die anderen Terrace Majors auch noch auf den Grill und warten jetzt, bis die Kerntemperatur von 54 Grad erreicht ist. Dazu nehmen wir die Hilfe eines Kerntemperaturmessers, weil die Druckprobe, die empfehle ich nicht jedem, weil das liegt auch an dem individuellen Mensch. Aber erklär es mal, die Druckprobe. Die Druckprobe, also man sagt, wie bestimmt man den Gargrad eines Steaks? Man nimmt Daumen und Zeigefinger und drückt auf den Daumenballen. Dann hat man das Gefühl des rohen Fleischs, Daumen und Mittelfinger, wie das Fleisch sich anfühlen soll, wenn es medium gebraten ist und Daumen und Ringfinger, wenn es durch ist. Das hat aber einen kleinen Fehler, dieses System. Wenn jetzt zum Beispiel ein Sportler das so macht, dann hat er einen sehr harten Daumenballen und der ist immer hart. Wenn jetzt jemand wie Kalli Kallmund, Kalli, verzeih mir, ich rede von der Zeit, wo du noch kein Magenband hattest. Als Kalli Kallmund noch kein Magenband hatte, hat er so gemacht und zwar weich. Der hat so gemacht und zwar weich.
Und der hat so gemacht und es war weich. Also kauft euch einen Grillthermometer. Also kauft euch einen Grillthermometer, Temperatur lügt nicht. Was haben wir hier für eine Temperatur? Hier sind wir jetzt knapp über 100 Grad, einfach 110 Grad ist noch durchaus gut zum auf Kerntemperatur ziehen. Je geringer natürlich hier die Temperatur ist, desto schonender passiert das. Da unser Abend heute aber nur um die 4 Stunden gehen soll, dürfen es auch mal 110 Grad sein. Könnte ich denn das jetzt anstatt auf dem Big Green Egg nachzuziehen noch im Backofen tun? Natürlich, natürlich. Backofen wäre noch einfacher mit der Temperatur einzuregeln, würde ich jetzt mal behaupten, als es eh schon einfach ist bei einem Keramikgrill. Aber beim Backofen könntest du jetzt wunderbar die Temperatur einstellen und könntest die Stücke, nachdem sie von der Flamme geküsst wurden und schöne Röstaromen haben, natürlich im Backofen zu Ende garen. Und das gleiche natürlich auch im Gasgrill, wenn ihr mehrere Zonen habt. Indirekt. Ja. Genau. Wie ich am Anfang gesagt habe, das Anrösten wäre in der heimischen Küche die Pfanne und das Garziehen der Backofen. Im Gasgrill ist es die direkte Hitze und die indirekte Hitze. Beim Holzkohlegrill ist es ebenfalls die direkte und die indirekte Hitze. Und wir haben jetzt quasi von 2 unterschiedlichen Grillgeräten es auf die indirekte Hitze gelegt. Physikalisch gesehen ist es dem Fleisch egal, woher die Hitze kommt. Das Prinzip ist bei solchen Steaks immer dasselbe. Hohe Temperatur für Röstaromen, niedrige Temperatur, um den gewünschten Gargrad zu erreichen. Soll ich nochmal nach dem Sellerie gucken? Der hat vorhin noch 10 Minuten gehabt. Der ist fertig. Fertig? Der ist fertig. Der ist ja schon püriert. Der ist püriert, wird warm gehalten. Dank Thermomix, wenn ihr den zu Hause warm halten möchtet, dann packt ihr den einfach in einen Topf wieder, wo ihr ihn gegart habt und macht geringe Temperatur, dass er nicht zu trocken wird und Feuchtigkeit verliert. Und jetzt heißt es, warten, bis die Steaks die gewünschte Temperatur haben. Wir könnten schon mal vorgreifen. Nein, ihr könnt uns jetzt mal Fragen stellen. In die Kommentare schreiben, wie ihr euer Steak am liebsten habt. Medium, medium rare, English, well done. Vorsicht, wenn ihr well done schreibt, wird der Stream für euch sofort unterbrochen. Genau, dann geht euer PC oder euer Handy kaputt, wenn ihr das schreibt. Nee, aber schreibt uns in die Kommentare, wie habt ihr es? Möchtet ihr es roh aufgeschnitten? Möchtet ihr es medium well? Wie möchtet ihr es? Sind wir mittlerweile wieder einigermaßen synchron mit euch oder rasen wir euch wie Usain Bolt davon? Wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde keinen Wein mehr getrunken. Trinkt mehr Wein, unterstützt die Traube. Ja, wir hatten ja Thema Wein beim Fleisch, auch für euch zu Hause, ob ihr auch einen Wein habt oder ein Bier. Hier kommt schon wieder ein Poser vorbei. Das läuft heute Abend wirklich. Schön, dass ihr heute so weit entfernt und dennoch so nah bei uns seid. Freut uns tierisch und ich hoffe, wir können uns auch alle wieder. Trudeln die ersten Kommentare ein. Kommentare? Medium wird hier geschrieben. Wir machen eine Strichliste. Medium rare. Also medium, also da können wir vielleicht ein bisschen auf die Temperaturen so ein bisschen eingehen. Also Dominik hat ja von 54, 55 Grad gesprochen. Das ist so der typische Bereich eigentlich für Medium. Ja, ja. Wenn ihr, sag mal, in den unteren 50er Bereich geht, 49, 50, 51, dann seid ihr eigentlich schon noch ziemlich rare. Auf jeden Fall. Also bei 49 bist du noch fast unter rare. Also bis 53 würde ich sagen. Ja, ich will halt einfach nur, dass die Zuseher auch sagen wir, sich das einfach merken können. Also bin ich im unteren 50er Bereich, habe ich rare. Bin ich im mittleren 50er Bereich, also alles so rund medium. Um die 55 bin ich medium. Und wenn es dann oben rausgeht, 58, 59, 60, dann reden wir am Ende auch irgendwo von well done. Also das so als kleine, genau. Als kleiner Tipp für zu Hause. Ja, die meisten mögen es eben schön rosa. Und wenn das Fleisch rosa ist, kleines Insiderwissen, das ist natürlich nicht mehr blutig. Blut ist in den Adern, aber nicht im Muskelfleisch. Genau. Das ist eben der Fleischsaft,
der durch das Schneiden, durch das Zertrennen der Fleischfasern, der Muskelzellen eben austritt. Das ist eine meistens Myoglobin, deswegen ist es eben rot. In der roten Farbe. Aber blutig ist kein Steak mehr. Das wäre sehr, sehr merkwürdig, wenn ein 6 bis 8 Wochen gereiftes Fleisch noch blutig wäre. Wie gesagt, Blut ist nur in den Adern. Das erste ist schon fertig. Wer hat das Rennen de Terres Major? Das ist kein Wettbewerb hier. Jens Träger. Jens Träger, du hast den gewonnen. Jens, du hast gewonnen. Du bist sogar schneller als wir. Warte mal. Haben wir einen Pokal? Wo ist denn das Schild? Zu schnell. Ich weiß nicht, was Dominik für dich jetzt vorbereitet. Wir müssen euch hier an den heimischen Bildschirmen jetzt einfach mal was zeigen. Ihr seid uns zu schnell. Glückwunsch, nee, also unsere sind, nein, ja, das kann man ja auch umdrehen, oder? Ja. Wir wurden überholt. Aber wir hätten die Möglichkeit, mal zu gucken. Wie ja, weit ich gucke jetzt mal. So liebe ich es. Also gibt es auch Leute, die perfektes Tempo haben. Aber das sieht doch auch gut aus. Das kann aber nicht sein. Thermometer kaputt? Ja. Eventuell haben wir eins jetzt auch schon fertig. Zumindest von der Temperatur. Und die anderen lassen wir drauf? Die sind noch nicht. Die lassen wir noch drauf, aber wie gesagt, Dominik, wir... schneid das mal auf. Ich helfe mit Trick 17 nach. Und in einer Minute hast du die anderen. Also an die ganze Biefer-Fraktion... Guten Appetit. Schmeckt's wenigstens. Nach dem Kauen mal schreiben. Also die erste, wir haben, glaube ich, viele Zuseher mit 800 Grad Geräten. Also es wird durchaus schon gegessen. Wir nehmen uns einen schönen Teller. Wir nehmen uns Moinsen Gregor. Wie mache ich Sauerei in der Küche? Wir haben hier unser schön cremiges Selleriepüree. Das geben wir auf den Teller. Legen darauf unser Fleisch. Minuten ruhen lassen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt leider keine 5 Minuten eingehalten, aber das dient natürlich immer dazu,
dass das Fleisch ja, sich nach dem Garen einfach auch noch mal ein bisschen entspannen kann, der Fleischsaft sich binden kann und dafür sorgt. Et voilà, Terres Major auf Sellerie-Püree. Wir haben noch einige Stücke übrig, deswegen rennen wir euch jetzt nicht davon, aber da die ersten essen, war ich jetzt genötigt, mal schnell anzurichten. Ihr seht hier wunderschön rosa gebratenes Fleisch, Salz, Pfeffer, Sellerie-Püree. Das geht jetzt mal in die Regie zum Probieren und wenn ihr mich gleich beim nächsten Take noch seht, dann hat es geschmeckt, weil ansonsten hau ich einfach ab. Schönes Tellerbild. Bitte einer ein Foto machen. Und hier natürlich auch Fotos zu Hause von euren Tellerbildern. Wir wollen ja sehen, ob ihr tatsächlich mitkocht oder ob ihr nur daheim auf der Couch sitzt und euch eine Flasche Wein oder ein Bierchen aufmacht. Also es interessiert uns natürlich auch, wie ihr die Teller anrichtet. Ob es bei euch auch gelungen ist, postet es bei Instagram mit dem Hashtag Ludwig on Fire. Ja, macht die Bilder bei den unter den Facebook-Stream oder postet es bei Facebook, wie auch immer, überall den Hashtag Ludwig on Fire drunter, dann sehen wir das alles und können uns von dem überzeugen, was euch zu Hause gelungen ist. Ich muss wieder an den Grill, ich habe noch 3 Steaks drauf. Hier ist es auch ganz wichtig, wenn ich das nochmal erklären darf, von Oma hat man immer gelernt, Fleisch muss quer zur Faser geschnitten werden. Wenn man hier jetzt drauf schaut, wir haben hier wunderschöne Röstaromen und man sieht hier ganz deutlich, dass die Fasern hier waagerecht rüber laufen. Deswegen schneiden wir gegen die Faser, verkürzen somit durch unsere Schnittführung die Faser und erzeugen so ein angenehmeres Kaugefühl, sprich das Fleisch wird beim Kauen als zart erachtet. Man kann ein wunderschönes Stück Fleisch, was von hoher Qualität ist, durch die falsche Schnittführung, eben wenn man mit der Faser schneidet, wirklich zu einem zähen Stück machen. Wenn euch nach 5 Minuten Ruhezeit das Fleisch, da es nur 55 Grad im Kern hat, zu kalt sein sollte, gebe ich euch den Tipp, macht einfach den Backofen auf 50, 55 Grad, packt auf einem Teller oder auf einem Gitter das Steak für die 5 Minuten in den Backofen. Dabei kann es nicht auskühlen, es gart auch nicht nach. Ihr könnt so eine Ruhezeit des Steaks und eine Verteilung der Fleischsäfte erreichen, ohne dass das Fleisch auskühlt. Das gelingt im Backofen oder in der Wärmeschublade, die auf geringste Temperatur eingestellt ist, am besten. Ganz wichtig ist auch noch als Tipp, ihr habt jetzt gesehen, wir haben hier eine wunderbare Wärmeschublade. Wenn ihr das zu Hause nicht habt, dann packt die Teller einfach in den Backofen, weil natürlich braucht ihr auch noch ein bisschen Zeit beim Anrichten. Das Steak hat eine Kerntemperatur von 55 Grad. Natürlich kühlt es aus, wenn ihr im Backofen oder in der Wärmeschublade vorgewärmte Teller benutzt, kriegt natürlich das Fleisch vom Teller auch noch Wärme und kühlt nicht so schnell aus. Das heißt, ein längerer Genuss beziehungsweise ein nicht auskühlen des Fleischs sollte somit gewährleistet sein. Herr Dominik, richten wir den Teller noch an. Frage an euch zu Hause. Wie sieht's aus? Können wir essen? Dann würde ich mir jetzt wieder ein Glas Wein holen. Mit dem Dominik kurz anstoßen.
wenn er seine Arbeit erledigt hat. Wenn ihr findet, dass Dominik das gut macht, dann lasst ihm mal ein Herzchen da. Dominik freut sich über jedes über jedes Herzchen oder über jede Liebe. Genau, genau, Umarmungs-Emoji. Genau. Dominik freut sich. Und ihr, würde ich sagen, euch lassen wir jetzt erstmal in Ruhe. Ihr probiert euer Terres Major auf Sellerie-Püree, macht euch noch eine Flasche Wein auf und genießt das. Lasst es euch schmecken. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder um 20.25 Uhr. Okay? 20.25 Uhr, also 5 vor halb, geht es hier weiter mit Roastbeef. Rumpsteak. Nein. Doch? Nein. Was kommt nach dem Terres Major? Die Vorbereitung für? Ja, die Vorbereitung für die Short Ribs. Ja, genau. Genau. Wir bereiten die Short Ribs vor, aber der nächste Essensgang genau, ist... Genau, der nächste Gang ist genau. Dry Aged Rumpsteak oder Roast Beef, aber wir müssen mit dem letzten Gang etwas vorgreifen, aber das kriegen wir... Oh, ein Herz, von wem auch immer. Oh, danke. Jetzt aber Schluss mit Schnacken, Essen. Guten Appetit.